Fläche des Jahres legen, sollte man noch eine unfassbar kleine Jahresrendite hinzukommen. Und danach sieht es nicht aus. Zu viele Unwägbarkeiten, zu viele Unsicherheiten und zu wenig Lösungen. Auch heute schreckt das Leitbarometer der Börse wieder, der DAX verliert 48 Zähler auf einen Zielstand von 11.287 Punkten. Besonders gebeutelt ist Lufthansa, Deutschlands größte Fluggesellschaft, hat mit Turbulenzen zu kämpfen. Der Höhenflug vom Jahresbeginn ist verflogen. Von ihrem Höchststand im Januar bis heute liegt es um 40% in Lufthansa-Aktien hinunter. Da spielt auch die Einverleibung der Airline eine Rolle, deren Kosten ordentlich auf Bilanz und auch auf Stimmung geschlagen haben. Hierzu kommt, dass neben den Aktionären auch die Kunden darben. Der Kurs fällt, die Ticketpreise steigen. So sitzen Anleger und Fluggäste nicht auf Wolke 7, sondern am Boden. Das bedeutet am Ende für den Weltspartag, das Wissen über Geld.